Das ist Johannes Schlüter, Hausmeister an der Lothar-Matthäus-Gesamtschule Ratzeburg. Auch hier ist das Lehrerzimmer oft ein leeres Zimmer. Schulalltag mit Lehrermangel. Wie geht das? Nee, das ist überhaupt kein Problem. Da müssen alle ein bisschen improvisieren und dann klappt das auch. Zum Beispiel durch Kombiunterricht mit drei Fächern gleichzeitig. Aus Sport, Kunst und Biologie wird Spunstologie. Pflanzenkunde, Fußball und Action-Painting. Alles in einem. Außerdem setzt man auf Quereinsteiger. Schlüter selbst hat heute schon 2 Stunden Physik unterrichtet, und zwar auf Latein. Also ich habe jetzt nicht irgendwelche Pädagogologie oder so studiert, ne? Aber die Schüler haben mich vom ersten Tag an voll akzeptiert und behandeln mich wie einen ganz normalen Lehrer. Ey, verpiss dich, du Opfer! Sehen Sie. Herr Schlüter, in den nächsten 8 Jahren soll es 1 Million mehr Schüler geben als geplant, aber dafür keine neuen Lehrerstellen. Können die Kultusminister alle nicht rechnen, oder was? Naja, das sind ja auch alles Quereinsteiger, ne? Wie unsere Bildungsministerin Frau Wanka, die ist ja eigentlich Zimmermann. Aber Lehrermangel, das heißt doch auch viel mehr Fehlstunden, oder? Nee, nicht seitdem wir die Stunde auf 20 Minuten verkürzt haben. Dafür sind jetzt die Pausen ein bisschen länger. Also die große Pause ist jetzt die ganz große Pause und dauert von 12 bis 3. Von 12 bis 3? Aber wir haben den Eltern gesagt, dass sie die Pausenbrote entsprechend anpassen sollen. Ach, das ist Ihr Sohn. Wissen Sie, was der vorhin zu mir gesagt hat? Verpiss dich, du Opfer! Ja, genau. Ach so. Ist ja kein Wunder, dass da keiner mehr Lehrer werden will. Es gibt immerhin noch 2 Argumente für den Lehrerberuf. Und das sind Juli und August. Nehmen wir im Ernst. Wir finden immer genug Bewerber. Da ist einer. Ein Prachtkerl. So, Bewerbungsgespräch. Wie viel ist 2 plus 2? 4. Jawohl. Wer schrieb Goethes Faust? Goethe. Das ist richtig. Sie haben den Job. Goethe Faust, Alter. So, großartig. Unser neuer Lehrer. Und was ist das da? Ach so, das ist Beifang. Den schmeiß ich nachher wieder zurück. Jetzt fehlt uns nur noch der Englischlehrer für die Klasse mit den 800 Schülern. Die hier. Boah, sind das viele. Der arme Lehrer. So, und da sind wir auch schon. Wie heißen Sie nochmal? Kaub. Wieso? Ja, viel Spaß. Johannes Schlüter, ein Mann besiegt den Lehrermangel.